Guten Tag und herzlich willkommen zurück zur 8. Staffel von Stranded Alien Dawn und willkommen zurück hier in der Zitterparty. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben einiges zu tun, werden uns jetzt natürlich so ein bisschen weiterhin auf die Verteidigung konzentrieren. Wir werden allerdings auch das ein oder andere tun, denn ansonsten kommen wir, glaube ich, nicht durch den Winter oder sonstiges. Der kommt nämlich mit großen Schritten. Wir sind am Ende des Sommers, sprich der Herbst kommt jetzt bald. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall auch auf den Winter vorbereiten. Wie zum Beispiel mit besseren Klamotten, mit einem Häuschen und so weiter und so fort. Hier werden wir einmal schnell noch ein paar Sachen reinschmeißen. Und zwar würde ich ganz gerne den Energiespeicher auch mit drin haben. Und wir brauchen auf jeden Fall auch die Baugrundlagen. Die schmeißen wir da auch nochmal mit rein. So, dann gucken wir mal, ne? Dann schauen wir mal, wie das hier so alles läuft. Wir können natürlich hier und da schon mal was vorbereiten. Wir könnten zum Beispiel schon mal Windräder bauen. Die platzieren wir jetzt erstmal einfach hier. Dafür brauchen wir natürlich geschmolzenes Metall, sprich Metallbarren, Legierungen. Schmeißen wir den hier einfach mal hin und dann müssen wir hier natürlich auch nochmal verwerten. Da werden wir Hope jetzt einmal beim Plündern auf 2 setzen, beziehungsweise, warte mal, wir setzen mal Talas auf 2 und hier bei Talas werden wir studieren und erforschen auch auf 2 setzen, weil Hope sollen wir jetzt hauptsächlich studieren, denn Hope, so hoffe ich zumindest, wird dadurch ein größeres Empfindungsvermögen erlernen und dadurch eben weitere Fähigkeiten erhalten. So hoffe ich, wird es jetzt ablaufen. Lassen wir Talas hier mal fröhlich die Landekapsel verwerten. Vielleicht haben wir Glück und wir bekommen da zum einen ein bisschen mehr Schrott und zum anderen natürlich auch noch ein paar mehr Waffen. Das wäre sehr, 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 sehr schön. 5 Heilsalben haben wir nur da. Lara müsste sich da aber gleich wieder drum kümmern, sobald sie auf den Feldern fertig ist. Ich werde Lara jetzt einfach mal so ein bisschen ihre Prioritäten abarbeiten lassen. In der Hoffnung, dass sie da ausreichend Heilsalben noch herstellen kann. Dann werden wir auf jeden Fall uns mal um ein paar Ulfen kümmern hier. Die studieren wir, weil die Kacke immer von hier hinten zu holen ist irgendwie ein bisschen schwierig. Also kann man machen, aber könnte natürlich auch besser laufen, ne? Könnte natürlich durchaus auch bedeutend einfacher sein, wenn die Ulfen uns direkt vor der Nase sitzen. Dafür brauchen wir dann allerdings, da können wir hier nochmal ein bisschen was vorbereiten. Gehen wir mal hier auf 1000 hoch. Extreme Hitzewelle, natürlich. Natürlich, der Sommer verabschiedet sich. Der Sommer verabschiedet sich mit einer extremen Hitzewelle. Du müsstest dich mehr erholen, ne? Aber warte erstmal. Mach erstmal hier bitte. Grayson. Du machst erstmal da, bitte. Wie sieht es mit dem Kochen aus eigentlich? Lara müsste auch einmal ein bisschen Haferbrei kochen, bitte. Leg mal los. Kann das sein, dass die Sachen nicht mehr so schlecht schnell werden? Ich wundere mich gerade so ein bisschen, ehrlich gesagt. Sonst hatten wir es immer, dass die Sachen super, super, super schnell schlecht geworden sind. Aber irgendwie werden sie es nicht mehr. Vielleicht haben wir ausnahmsweise mal Glück. Alter Vater, er hat aber ein gutes Auge hier. Geht so gerade dran vorbei. Naja gut, ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. So, Hope geht wieder forschen, nehme ich an. Nein, tut sie nicht. Sie geht was trinken. Lara kann direkt nochmal die Gemüsesuppe kochen. Sobald sie dann alles von den Feldern runter hat, wird sie dann ja sowieso sich aufs Kochen konzentrieren. Wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal, dass sie hier erntet und pflanzt. Dass sie sich um die Felder kümmert. Und dann danach fröhlich hier bei der Anfertigung und beim Kochen dann loslegt. So hoffe ich. So, Talas, wie geht's dir denn? Dir fehlt auch wieder. Ah, nee, das geht sogar. Eigentlich geht's dir relativ gut. 29 mal Schrott rausgeholt. Naja. Das lässt zu wünschen übrig. Du musst dich gleich mal erholen und was essen müsstest du auch, aber das macht ihr schon. Das macht ihr schon. So, was macht Talas jetzt? Der geht sich entspannen, wie es aussieht. Gut.
Okay. Das funktioniert soweit. Jetzt müssen wir hier natürlich noch einiges anfertigen. Zum Beispiel eine warme Mütze. Für den Sommer brauchen wir jetzt erstmal nichts mehr. Machen wir mal warme Mützen bis 2. Dann Oberteile, Mantel. Dafür brauchen wir... Können wir scheinbar... Kältetoleranzerhöhung. Bis 2. Auch nur aus Stoff. Sehr schön. Leder müssen wir dafür nicht nutzen. Hosen. Haben nur die Kältetoleranzerhöhung. Wir machen mal hier auch bis 2. So. Und Schüchen. Kältetoleranzerhöhung 3. Die ebenfalls bis 2. Und dann tauschen wir mal da fröhlich aus. Wenn was auszutauschen ist. Hope fällt da hinten, beziehungsweise schneidet da hinten die Büsche. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Jetzt müssen wir eben zusehen, ne? Weiterer Angriff wird natürlich auch kommen. Und zwar wahrscheinlich früher als später. Ja, da müssen wir mal sehen, wie wir das hier irgendwie am besten hinbekommen. Ich würde ganz gerne diese 2 hier, würde ich glaube ich noch auf hoch umbauen. Also, dass wir hier einen hohen Wall haben. Damit sie uns schon mal von hier aus nicht rüberschießen können. Und hier gerne ganz genauso, ehrlich gesagt. Ja, das werden wir mal machen am nächsten Morgen. Kümmern wir uns darum. Hier einmal das alles abreißen. Zack. Ausreichend Holz müssten wir ja haben, ne? 250, okay. Das reicht nicht so hundertprozentig, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Gucken wir mal. Schauen wir einmal. Hier können wir auch mal gucken, was wir bis 1000. Bis 1000. So. Wird natürlich jetzt trotzdem ein bisschen dauern. Bis wir damit dann loslegen können hier auf unseren Feldern. So. Gut, gut. Talas rennt los. Achso, der hat Talas nochmal das Bauen auf... Ja, der hat das Bauen auf 2. Das kann er von mir aus auch tun, ja. Ist in Ordnung für mich. Macht das. So, dann hat er das hier weggehauen. Dann können wir uns hier von einmal eins kopieren. Ziehen das einmal fröhlich bis hierhin runter. Noch haben wir ausreichend Holz. Das sieht ganz gut aus. Talas, du wirst doch jetzt wohl nicht hier mittendrin abreißen. Abbrechen. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. So, dann ziehen wir hier mit. Noch bis hier hindurch. Warte mal, bis hier, ne? Ja. So. Das könnt ihr euch dann mal schnell hier fertig dengeln, würde ich sagen. Was haben wir so? Nicht genügend Stauraum, nicht genügend Materialien, Schneiderei erforscht, Windräder erforscht. Hier verrottet fröhlich was, extreme Hitzewelle, alles klar, das ist soweit alles in Ordnung, würde ich sagen. So, das könnte eventuell sogar unsere letzte Ernte für dieses Jahr sein, ne? Da müssen wir mal gucken. Hier schauen wir mal, hier sind 50 auf Lager, das ist gut. Da können wir dann also auf die Produktion erstmal verzichten. Sprich, hier wird nichts mehr verbraucht von dem ganzen Getreide. Und wir haben jetzt 1015 Mal Getreide. Das ist doch wunderbar. Wobei, dann können wir jetzt gerade hier nochmal eben kurz 5 oben drauf setzen. Genau, setzen wir mal den einen hier so ein bisschen höher als den anderen. Wenn wir hier unter 60 fallen, dann fängt der eine schon mal an zu produzieren. Und wenn wir unter 50 fallen... Dann produziert der andere mit. Wir gehen mal hier auf 40 runter. Ne? Dass nicht ununterbrochen produziert wird, aber immer mal wieder. So, und dann hätte ich ganz gerne, dass ihr, meine Freunde, das Ding hier einmal fertig baut erstmal, ne? Ja, die Fallen sind in der Priorität eben ganz oben, ne? Das ist aber in Ordnung. Haben wir schon alles erforscht? Warte mal. Ne, Energiespeicher sind noch drin. Da ist noch einiges drin, okay. Hope sammelt natürlich jetzt erstmal ein bisschen Holz, aber danach sollte sie dann wieder forschen.
So hoffe ich. So, Talas, Grayson, einmal bitte hier bauen, dann dort bauen und dann hier bauen. Mach das hier erstmal fertig, mein Freund. Ach, Hope transportiert auch direkt, das ist super. Das ist schon echt gut. Und hier die Waffe, die muss natürlich auch noch nach Hause gebracht werden. Die lassen wir Hope gleich mal nach Hause bringen, sonst ist sie nämlich hin. Da ist noch einiges, ne? Was sie nach Hause bringen müsste. Vielleicht müssen wir den einen oder anderen doch mal beim Liefern auf 1 setzen. Machen wir das mal so. Setzen wir mal Talas beim Liefern auf 1. Hope, ich weiß, du willst was trinken gehen. Anlegen, transportieren. Kein verfügbarer Stauraum? Kein Wunder. Talas ist da unterwegs. Warte mal. Mach du mal erstmal hier fertig. Dann ist natürlich klar, dass das nicht von A nach B gebracht wird, ne? Wenn wir keinen Platz haben. Wir könnten uns natürlich auch mal endlich einen Kleiderschrank und ähnliches bauen. Hier, das hier müssten wir uns auch mal fertig machen. Das soll Talas mal eben erledigen. Genau so. Wunderbar, das sieht gut aus. Wie sieht es mit Grayson hier aus? Grayson tut und macht. Reicht es, was er tut und macht? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ah, der kommt nicht so richtig voran hier. Grayson, streng dich mal ein bisschen an jetzt mal. Ein bisschen schneller muss das laufen. Lara müsste jetzt gleich durch sein auf den Feldern, so hoffe ich. Lara ist zwar super schnell, aber so schnell dann auch nicht, ne? 273 nur auf Lager, das ist auch nicht viel, Mensch. Das ist ja wirklich nicht viel. So, Talas transportiert jetzt fröhlich vor sich hin. Das ist gut. Und Lara kümmert sich weiter um die Felder. Vielleicht kriegen wir da auch noch eine ganze Menge. Vielleicht kriegen wir noch eine Ernte durch. Bevor es dann so richtig kalt wird. Vielleicht haben wir erstmal einen lauwarmen Winter. So, Jan wird auch fertig gemacht. Wunderbar. Also wir kommen gut voran. Wie sieht's aus mit der Happiness von euch? Ja, erholen müsstet ihr euch mal ein bisschen, ne? Zumindest der gute Grayson. Der müsste mal ein bisschen pennen gehen. So, Lara ist auch damit durch. Lara pflanzt an, sehr schön. Und jetzt müsste gleich dann Hope auch wieder weiter forschen. So hoffe ich, ja. Gesagt, getan. Hier könnten wir natürlich, das hier müssen wir mal gucken, ob das was bringt, ne? Hier müssten wir ja schon mal eigentlich eine ganz gute, ist natürlich schlecht, dass hier so der Hang nach oben geht. So können sie von hier drüben hier runterschießen. Aber vielleicht haben wir hier Glück, dass wir dadurch und hierdurch erstmal dieses Problem mit dem Flammenwerfer nicht mehr haben. Dass sie unseren Flammenwerfer ständig angreifen. Quasi durch die Wände hindurch. So, Lara geht erstmal pennen, beziehungsweise Talas transportiert jede Menge. Das ist gut. Hier, das passt. Okay. Wunderbar. Da haben wir also auch jede Menge Platz. Hier könnten wir natürlich auch nochmal über Folgendes nachdenken. Und zwar, könnten wir, wenn ich mich nicht täusche, könnten wir hier so ein Lagerfach hinsetzen, beziehungsweise zwei. Dann könnten wir hier sagen, wir hätten ganz gerne hier ausschließlich Medikamente. Höre ich da was? Ja. Ja, ich höre da was. Okay. Talas, könntest du vielleicht einmal hier nochmal eben ein bisschen was bauen und Lara, du könntest vielleicht einmal hier noch eben was kochen, wenn du sowieso gerade nichts zu tun hast. So, mal gucken, was haben wir denn für einen schönen Angriff? Lass mich raten. Richtig große Arschlöcher. Es sind einige Pumpen mit dabei. Die kommen auch in der Nacht.
Gut, lässt sich drüber philosophieren, ob das was wird oder nicht. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Grayson und Talas bauen hier zumindest jetzt einmal. Hoffe ich zumindest. Grayson, wo rennst du hin? Na gut, dann Talas, machst du mal hier den Rest. Warte mal, Grayson, du kannst mal bitte. Warte mal, geh du mal, glaube ich, pennen erstmal. Leg du dich mal schlafen, damit du keinen Nervenzusammenbruch hast. Talas, bitte hier einmal bauen. Na, jetzt wird's wieder spannend, ey. Jetzt wird's schon wieder spannend. Grayson und Talas verstehen sich gar nicht, sehe ich gerade. Naja. Aber vielleicht. Nee. Nein. Sie verstehen sich nicht. Beruht auf Gegenseitigkeit. So, Talas, kannst du hier auch nochmal Holzbefestigung bauen? Können wir danach auch noch machen. So, dann gucken wir mal, wie es jetzt mit unserer Verteidigung aussieht. Ob das jetzt besser wird oder ob wir noch immer das gleiche Problem wie bereits bei den letzten Angriffen haben. Nämlich, dass sie sich quer durch die Wände schießen, dass sie auf den Flammenwerfer schießen und. Wir werden es in wenigen Minuten erleben. Gegen 3 Uhr müsste der Angriff starten. So, Talas, du könntest dich natürlich noch einmal erholen. Du könntest aber auch noch mal schnell diesen Unterschlupf hier fertig bauen. Grayson schläft. Du müsstest vielleicht noch mal was essen. Hope forscht fröhlich weiter. Das ist auch sehr gut, weil dann kann Hope eventuell demnächst mal hier was Neues erlernen. Neue Fähigkeiten. So. Wir warten mal ganz entspannt ab. Talas baut hier einmal fertig. Ah, der kann hier von innen auch fröhlich bauen. Ja, also mir scheint so, als wären die. Also das macht natürlich Sinn, das guckt ja so ein Stückchen durch. Also dass er von da aus bauen kann, das ist klar. Aber so richtig scheint das mit den Hitboxen auch noch nicht alles so rund zu laufen, habe ich den Eindruck. So, Talas geht einmal pennen, das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Jetzt beginnt leider gleich der Angriff, ne? Jeden Moment. Und sie kommen von hier oben. Von hier. Okay. Er kann nochmal ganz kurz schlafen, aber ich glaube, wir müssen sie quasi direkt wieder wecken, ne? Lara geht's gut. Grayson nicht so. Okay, wir holen sie mal alle hier vorne hin. Und jetzt ist Hoffen angesagt. Wir stellen uns mal hier vorne hin. Erstmal. Hier müssen wir natürlich auch noch einen hohen Wall hinbauen. Wir stellen uns erstmal hier vorne hin. In der Hoffnung, dass sie dann hier rumlaufen. Und nicht irgendwie anfangen, hier hinten anzugreifen. Das könnte natürlich auch noch zu einem Problem werden. So, los geht's. Da kommen sie. Sind eben auch verdammt schnell, ne? Muss man halt echt sagen. So, wir werden das wieder so veranstalten, dass wir uns erstmal hinterm Wall aufhalten und mal gucken, ob das hilft. So, ihr könnt jetzt einmal bitte hier hinten hingehen. Gucken wir mal, ob das was wird. So, jetzt bin ich auf die Angriffs... Okay, da vorne wird schon mal der Wall angegriffen. Aus welchem Grund auch immer. Der schießt hier quer durch. Super interessant. Er fängt an, hier den Wall anzugreifen. Das mit den Wellen angreifen, das begreife ich nicht so ganz, ehrlich gesagt. So ganz verstehe ich es nicht. So, es werden aber zumindest schon mal sehr viele umgebracht. Das ist schon mal gut.
die gehen langsam kaputt. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir langsam sogar anfangen. Ich habe die Waffen auch nicht ausgewechselt, aber das ist jetzt nicht so problematisch. So, der da hinten hat jetzt das Ding kaputt gemacht und läuft dann trotzdem hier erstmal rum. Ich hoffe mal, dass das Spiel wieder nicht abschmiert, weil wir hier schon wieder ein Problem haben. Ein offensichtliches. Okay, also das funktioniert soweit. Sie greifen zwar die Wände an, das ist, wie gesagt, für mich nicht ganz zu erklären. Und er da löst einfach die Fallen nicht aus. Was zum Teufel? Er löst die Fallen nicht aus. Okay, wir gehen mal einmal hier hoch. Und ihr schießt fröhlich drauf los. Super. Sehr schön, der ist auch weg. Jetzt der da hinten nach Möglichkeit noch. Den kannst du nicht treffen, okay. Komisch, dass er auf uns schießen kann. Der ist auch tot. Jetzt haben wir nur noch den einen hier hinten. Ja, das lief doch sehr gut. Der Typ ist auch tot. Der wird auch wohl für immer und ewig dann da auf das Ding schießen. Dann werden wir mal versuchen, ihn hier nach Möglichkeit anzugreifen. Wo bleibt mal da hinten? Wir können eigentlich Grayson können wir schon mal wieder machen lassen, was er will. Ne? Was fehlt ihm denn? Er muss mal was essen. Oder soll er mitkämpfen? Ach nee, komm, wir lassen ihn mitkämpfen. Und jetzt nicht zu risky hier werden. Oh, guck mal. Okay. Wenn ich ihn jetzt wieder nach hinten ziehe, ja, dann läuft er los. Sehr schön. So, das ist dummerweise der Spec Ops, ne? Das ist natürlich so eine Sache. Der hält natürlich ein bisschen was aus. Deckung. Okay, wir werden ihn mal hier runterziehen. Mal gucken, ob er dann... Ja, er läuft ein Stückchen weiter. Sehr schön. Okay. Jetzt nimmt er sich Grayson ins Visier. Das ist auch in Ordnung. Gehen wir mal mit ihm auch noch runter. Läuft er wieder los. Bleibt hoffentlich gleich wieder in der Falle hängen. Wird kurz gebraten vom Flammenwerfer. Das hat sich natürlich nicht so richtig gelohnt. So. Und damit sind wir tatsächlich durch, haben diesen Angriff wieder erfolgreich abgewehrt. Das ist ja mal ganz glücklich, Freunde der Sonne. Das ist doch mal ganz glücklich, Mensch. Ich freue mich. Ich bin ganz ehrlich, ich freue mich. Ich freue mich, dass das wieder ganz gut lief. Naja, wunderbar. Dann genauso weiter. Genauso weiter. Ganz genauso weiter. Nur das hier ist natürlich doof, ne? Dass sie sich immer durchschießen. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen anders planen. Aus welchem Grund die dann hier angreifen, wofür sie viel länger brauchen, als einfach herumzulaufen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht wäre es ganz sinnvoll, hier einen Flammenwerfer hinzusetzen, wobei dann greifen sie den ja wieder an, ne? Hm. Aber da würden sie ja weggebrutzelt werden. Ich denke, wir testen es mal hier mit einem Flammenwerfer. Vielleicht bringt es was. Gucken wir mal. Wir schauen uns das an in den nächsten Folgen. Ich danke euch fürs Dabeisein. Vielen Dank für eure Zeit, Likes und Kommentare. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Vielen Dank für den extra Support auf Ko-fi. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Stranded Alien Dawn, Staffel 8. Macht's gut, bis dann. Ciao.